jetzt kann das tauschen. Das aus. Ist gleich Werbung. Also, Entschuldigung. Ich repariert, ich tausche aber auch nicht aus. Warum hast du nicht die Platten rein? Oh, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Hast du keinen Bock mehr? Der Hund, hast du den Hund nicht beobachtet? Achso, naja, ich hab gedacht, du... Was? Achso, wollte schon sagen. Am nam nam nam. Mann, stehe ich schon wieder nicht perfekt genug, Spiel. Nein. Ich frage mich, ob diese Spielfiguren, die wir steuern und spielen, die dann zu uns gucken, ob die dann die Welt genauso wie bei Ralf Reichts? Damit die uns, das wäre ja cool, ob die uns denn sehen? Also ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt mit Ralf Reichts. Also ich fand ihn richtig toll. Ja. So ein schöner Film. Yay, guter Hund. Nam, 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 nam. Jetzt sieht man mal, wie man das sieht, so von der Art. Du hast es nicht gesehen, jetzt sieht man da mal die Wand. Ach so. Obwohl man die ja eigentlich sonst nicht sieht. Nam, nam, nam. Oh Gott. Ich fand das schon immer gruselig. Mit den Drachen. Das ist rein physikalisch gar nicht möglich. Physik wird immer überbewertet, habe ich dir schon mal gesagt. Weil du keine Ahnung von Physik hast. Juli hat gerade was gesagt. Was hat er denn gesagt? Weil. Das letzte Bier war nicht gesund. Was hat er denn für Bier getrunken? Ja, ne? Feucht und eng. Was denn das? Arf, was? Arf? Ach so, da hat er ja... Na, auf, auf, ach so. Er hörte auf, sich zu bewegen. Warum bewegt er sich nicht mehr? Es scheint, als ob ich die Bewegung des Feindes jetzt besser vorhersagen kann. Wow. Wo war das denn? Da habe ich doch eine Sekunde gedacht, das sei ein Snack. Junge, ist das hart. Och, süß. Och, Huey ist ja voll niedlich. Das sage ich auch manchmal so. Mensch, das sieht lecker aus. Oh, ist doch nur ein Quietschhamburger. Du isst ein Quietschhamburger? Hast du schon mal probiert? Nein. Tja. Oh, Fiona! Meine Güte! Deswegen wurde die auch beim Fußball immer als Letzte gewählt. Die wurde so immer zuletzt gewählt. Weil die nie einen scheiß Ball getroffen hat. Ja. Noch ein milder Jung. Jui. Ich hoffe, sie kommt jetzt hier nicht. Das ist eine Tür. Da musst du jetzt durch. Konzentrier dich. Du bist jetzt die Tür. Speichern. Richtig. Man kann nicht oft genug speichern. Wir machen einfach weiter, wir laufen einfach weiter und wir... wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Du hast das Spiel 120.000 Mal gespielt. Ich gehe jetzt einfach hier nach oben. Grob unter, grob geschätzt. Du hast super kalt aus. Und wehe, hier kommt Daniela, ich sag's, ey. Dann lache ich dich aus. Ich weiß. Das ist aber eine Bibliothek, wa? Was für eine unglaubliche Zahl von Büchern, ja. Zwei. Hier steht es. Der große Veredelungsprozess kann also auch mehrere bedenkliche Dinge hervorbringen. Ich habe mehrere hier aufgelistet. Carbo verbraucht eine kleine Menge Lebenskraft, Nigrat verbraucht eine große Menge Lebenskraft. Wozu soll man sowas herstellen? Weiß ich nicht, um jemanden zu schaden? Ja, dir oder wie? Achso, haben wir ja schon. Nein, jemand anderen. Achso, ich wollte gerade sagen, oh, Musik weg. Achso, da steht dasselbe. Ah, das war... Oh, erschreck dich doch nicht so. Alter. Ich krieg schon wieder ein Herzinfarkt. Oh, ich wusste nicht, dass die ollen Viecher hier noch sind. Schon wieder. Scheiß
Viecher! Warum schreist du nach Hugh, wenn er nicht ran wieder ankommt? Mann, weil ich irgendwas drücken wollte. Und jetzt haust du vor Angst wieder ab? Ja, weil ich Angst habe, da kommt Daniela. Und ich weiß jetzt nicht, ob Hugh hier ist noch. Da wärst du wieder runtergeklettert schnell. Oh, jetzt ist der Hund hier nicht da. Doch, da ist er. Fahrrad pushen in dein Bett. Schlimm. Nee, war, du hast ja soll mitkommen, dann darf ich das. Die Tür ist zu, wa? Ah, da ist okay. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich Juli lobe. Ich tue es einfach. Einfach nur so, weil es du kann. Willst doch nur Zeit schinden und dass die Leute denken, du hast keine Angst. Stimmt. Ich krieg schon wieder Hunger. Die Eier haben lange nicht gehalten. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Stay. War richtig herzhaft. Oh Mann, ey. So. So eine schöne Rinderrolade jetzt, schnell gemacht. Mann, heb's doch auf. Niemals. Schöne Bibliothek, gefällt mir, aber ist mir zu düster. Hm. Da müssen mehr Spots hin. Wir brauchen mehr Spots. Das Licht ist hier so diffus. Oh Mann, ich habe zu viel Fernsehen geguckt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Was ist denn jetzt auf hier rum? Jupiter-Schlüssel. Was? Juppie? Da können wir, wo die 4 drin ist. Da, Eska stellt die verlorene Lebenskraft eines Tieres in geringem Maße wieder her. Silvester Eska erweckt die wahre innere Kraft eines Tieres. Ich habe schon wieder gedacht, dass die Musik weg ist. Oh, Tür auf. Ich wollte hier nochmal gucken, ob ich noch was hier... nicht so, und das ist ja das, was wir in echten Story Mode auch schon angeguckt haben. Wie ist das ein falscher Story Mode? Nein. Wer ist mit Speichern? Da steht eine Uhr. Naja, gut. Du bist immer jemand, der gern... Oh! Mädel! Hat so gezogen. Jetzt schützt der Hall. Mach mir keine Angst. Ich doch nicht. Ja, du doch nicht, ne? Niemals. Als ob ich sowas tun würde. Was hältst du mich? Oh, diese Hintergrundgeräusche sind auch schon so mega gruselig. Ja, das muntert mich wieder auf. Dankeschön. Quark. Yay, Juli ist hier. Da kam erst ein tiefes Quark, so Quark. Und dann Quark. Ich dachte, du hast. Weißt du was? Mir ist es gerade voll egal. Hauptsache die alte Schrulle. Nee, sie ist ja ein tolles Vibe, aber. Oh, guck mal hier, wie ich Hui aussieht. Ich hab keinen niedlich. Bock mehr. Go, Hui. Kann er hier noch was finden? Oh, wie gruselig das Mammut aussieht. Kannst du auf das Mammut drauf? Nein. Warum ist der Rüssel eigentlich so, dass es aussieht, als ob es sich bewegt hat und eine Flatten zerdeppert hat? Blinzlich, hast du gesehen? Ich weiß nicht wohin. Ich verstecke mich hier. Im Innenloch. Nee, hier. Der pinkelt ja immer noch. Ja. Oh, ich hab so einen Druck auf dem Kessel. Oh, oh Mann, Huey, nicht Ohren anlegen. Voll süß. Oink, oink. Ja, Huey könnte oink, Rapper werden, wa? Soll ich kratzen? Nein, ich juck selber. La, 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 la. Ah, Daniela, komm doch mal. Ja, jetzt kommt sie. Och Gott. Was war das denn? Was denn? Pia Fieb? Ja, Huey. Kenn ich ja gar nicht. Nee. Hm. Was denn jetzt? Oh, warum sagt sie das so? Ich hab doch gar nichts gesagt. Mach. Ja, du hast dich versteckt. Nice. Nicht nach meinem Hund schnappen. Sie schnappt nicht, doch, sie schlägt. Will. Guck mal, sie will. Juri, hau ab. Oh. Aber die Pflanzen scheinen sie zu gießen. Die sind noch... ja, ne, einigermaßen. Oh, Daniela. Menno. Fahren verloren, ich geh wieder. Oh, sieht sie toll aus. Sie hat so ein hübsches Popo. Was
Du mal hier laberst, ey. Ja. Hä? Sie macht die Tür auf und geht wieder zurück. Hey! Damit der Hund raus kann. Blöde Kuh! Raus mit dem Scheißköter! Wow! Oh, gut gemacht, Huey! Was war denn das für eine Rolle? Ja, und dann gehen sie gemeint. Nein! Oh nein! Ich weiß, was heute Abend zum Abendbrot gibt. Halt die Fresse! Nee, Hund. Hund gibt's heute. Auch der Tag ich ist noch. Ich muss Huey helfen. Den kannst du nicht mehr helfen. Oh, oh, mein armes Ohr. Oh nein, scheiße. Das haben die beiden mit Absicht gemacht. Wisst ihr, die haben gedacht, oh, komm, wir erschrecken jetzt mal den Typen am Fernseher. Nein, 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 nein. Fall mal nicht runter. Na, du brauchst heute kein Energy mehr, wa? Oh doch. Ich musste Huey aber helfen. Oh, wie sie einfach mal genau davor stand. Und da wird sie sich erschrecken, wenn sie die Tür zumacht, wa? Hm? Da wird sich Fiona nicht erschrecken, wenn da die Tür jetzt auf ist und Daniela die Tür zumachen würde. Nein, ich hoffe es nicht. Ach, holt halt die Klappe. Huey, geh weg! Oh, wie sie guckt. Oh, Huey, ist ja gut. Aber ist auch, der Hund ist auch nicht gerade der intelligenteste, oder? Nein. Ja, ich habe Angst, ich will nicht mehr, ich piepe, aber ich renne hinterher. Ich renne der Böse, der macht den Jetzt Sinn ist zu. Der Hund schon wieder draußen. Ich glaub's nicht. Das ist das Blöde an der Daniela. Mello. Sie ist die einzige Frau, wie die weiß, wie man Tür zumacht. Ich wette, sie kommt eh jetzt nochmal. Sie wartet jetzt an der Tür, wie gerade eben. Ja, und deswegen gehe ich da nämlich nicht hin. Ihr kriegt einen Tinnitus und einen halben Herzinfarkt. Es tut mir so leid, aber ich erschreck mich so dolle. Na toll, jetzt du ist er wieder weg und der Hund ist auch und die Zuschauer fangen an zu lachen. Nein, die Zuschauer kriegen auch einen Herzinfarkt. Wenn wir auch noch Zuschauer überhaupt haben, ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht. Und wenn wir welche haben, bitte sagt mal Bescheid. Seid ihr Zuschauer? Seid ihr Stalker? Oh nein, wo ist der Hund? Na, der ist zu Hause. So geht nicht. Boah, ich hab Angst. Verstehe ich nicht. Huey. Tja, Huey. Oh, wer ist der Hund? Der Hund ist jetzt Game Huey. Over, Alter. Oh nö. Dann würde das Spiel gar nicht mehr weiterlaufen. Da bist du ja, Huey. Komm her. Dann lobe ich dich mal. Auf der Treppe kann ich dich ja schlecht loben. Was denn? Das Spiel ist so doof, um jemanden auf der Treppe zu loben. Du hast voll Bock auf den Energy. Ich hab voll Bock auf Meckes. Das Gesicht hätte ich jetzt sehen müssen. Das Gesicht war wieder Gold wert. Ey, du, Magi, ja? Wollen wir vielleicht zu Meckes fahren? Wer fährt denn, du oder Icke? Na, ich darf ja nicht. Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Soll ich fahren trotzdem? Vergiss es. Mann, ich weiß nicht, warum ich auch immer so einen Hunger habe. Ich hab vor... Ich hab keine Ruhe einer hier. Stunde? Oder anderthalb? Ja. Ja, Eierkuchen ist richtig durchgefeuert. Rein und jetzt ist er schon wieder ein Endpunkt angelangt. Endpunkt angelangt, wo du denkst so, ja, aber... Ne. Oh, es tut mir so leid, dass ich mich schon wieder so doll erschreckt habe. Mann, ich kann doch nichts dafür. Ich hab da so dolle Angst vor ihr. Huey. Es tut mir auch leid, dass ich ab und zu mal erschrecke. Dafür kann ich nichts. Huey. Warum speicherst du nicht? Weil die Musik schon wieder weg ist. Wo musst du jetzt eigentlich lang? Was hast du jetzt eigentlich? Ich hab schon vergessen. Du hast den Schlüssel erholt, oder? Genau, und jetzt muss ich da hin. Den Juppie? Da wo... Juppie? Der? Da wo Daniela im Schrank sich versteckt und das Feuer schürt. Aber verrat's nicht, dass sie da einen Stich im Schrank versteckt hat. Doch, habe ich auch schon im ersten Teil erzählt. Nein. Oh, ich hoffe, das geht jetzt so vonstatten, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube nicht, weil das Spiel ist voll gemein. Nein, habe ich nicht, noch nicht. Oh. Willst du langsam eine Aufnahmepause machen, oder was? Mir fällt bald das Ohr ab. Also, wenn es nicht schlimm wäre. Okay, nein, ist kein Problem. Ich will jetzt nur noch das schnell untersuchen.
die drei Dinge untersuchen und dann, ne? Damit sich das Karussell dreht und damit wir weitermachen können und dann gehe ich speichern. Guck mal, ich hab Angst. Vor allem, was hat sie gemacht? Sie hat das Ding nur angeguckt und dann, oh, das war der erste Code. Na, untersuchen stand ja da. Ja, sie guckt dich das doch nur an. Nein! Da steht aber unter gründlicher Durchsuchen und sie durchsucht es, ja, gründlich, angeblich. Mann, ja, ich weiß, sie tut nichts, sie macht nichts, sie guckt es nur an, sie steht da einfach nur rum. Wie willst du einen Schachbrett untersuchen? Nimmst du das hoch? Kannst du so hochnehmen, genau. So, boah, das ist ein Turm. Die Puppen kannst du irgendwo anfassen, keine Ahnung. Wo ist dir dann überlassen? Je nachdem, was für Puppen sind. Oh Gott, das Niveau sieht schon. Wir hatten nie Niveau. Unser Kanal besteht überhaupt nicht aus Niveau. Hast du schon irgendwo mal Niveau bei uns? Nivea, ja, das haben wir. Oh ja, ich liebe Nivea. Aber Niveau haben wir nicht. Wir sind wie RTL. Das N steht für Niveau, weißt du doch. Genau wie bei Win. Ach nee, da haben wir ja einen N. Scheiße. Wisst ihr, also gibt's Niveau. In welchem Schrank wird sich wohl denn der versteckt haben? Rücken oder rechts? Wow. Sprechst du doch mal an da. Nein, ich. Da kriegt sie eine neue Waffe und dann kriegt sie ein neues Schwertchen und dann ist das. Das ist ein Schürhaken und kein Schwert. Meine ich doch. Sieht aber intelligenter aus als eine Scherbe, wenn sich jetzt halt rumzulaufen, oder? Also soll ich sie ansprechen. Und dann riskieren, dass ich mehr sterben kann. Ja? Soll ich's machen? Ist dir überlassen. Ah, dann laber ich sie halt an. Ey, sag mal, was denn da? Ey, Leute, ich mach das nur für euch, ne? Und für Marc. Yay! Komm, ich will von euch ein Yay hören. Yay! Yay! Lol. Ach, dafür gefahren wir auch zum Meckes. Ja. Okay. Was macht sie da? Das kann ich gar nicht. Das kannst du nicht. Komm, ich zeig dir wieder die. Erstmal drehst du ja Mutti zeigt es dir. Erstmal drehst du um. So. Kickst dir böse an. Machst einen bösen Blick, genau. Dein Arsch fängt an zu brennen. Und dann, ja, dann machst du den Kopf so. Und dann ist es gruselig und dann musst du ganz schnell wegrennen. Genau. Vor allem sie hat Angst vor dem glühenden Schürhaken. Aber sagen wir mal, sie rennt noch eine Stunde von Daniela weg. Richtig. Das ist der Schürhaken. Ah, wie schnell sie ist! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Nein. Wie schnell sie einfach nur ist! Ich hab grad woanders hingeguckt, tut mir leid. Auf ihre Brüste, ja. Nein. Ich hab's in deiner Richtung geguckt, weil ich dir was erzählen wollte. Ach so. Sie laufen mit! Oh Mann, ey. Was wolltest du erzählen? Ich hab die... Ja, jetzt ist nicht mehr lustig, Daniela. Jetzt brauchst du nicht mehr Witze. So lustig war der auch wieder nicht. Daniela, du bist nicht mehr lustig. Nee. Unsubscribe. Nee, Sache ist ja, wenn du noch eine Stunde rumblendest, der Schürhaken kühlt ja relativ schnell. Ach so, ja, das meinst du, ja. Was hat sie gesagt? Hat sie was gesagt? Ja, oh, Miss Fiona? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken in der Aufnahme. Wir nehmen auf. Was? Mann, no. Mann. Sag mal, das Mikrofon ist ja aus, oder? Oh, meine Spülmaschine ist fertig. Los, mach aus. Tja, Zeit für... Ich halte hier so lange die Stellung. Du liegst unter der Couch? Ja, deswegen doch. Ja, das ist meine Stellung. Siehst du, und jetzt ist alles vorbei. So, Huey, wo bist denn du? Huey! Wo ist der Hund? Hier, ach nee. Huey! Ich höre dich. Ich höre dich tapsen. Ach, da bist du. Okay. So, da bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst? Kein bisschen, war schade. Ich vermisse ja sonst niemand. Ah, nee. So. Dann mal los speichern hier. Speichern. Speichern. Super, dann sehen wir uns zum nächsten Mal, ne? Beim nächsten Oder Mal. Oder bis zum nächsten Mal. Ach, keine Ahnung. Hä? Ich bin schon so kaputt, dass ich nicht mehr spreche. Als ob du so viel erreicht hast jetzt. Ja, das hast du. Danke. Ich will noch schnell gucken, wie viel mit der Jungs wir haben. Och, Gott, könnten wir ja mal wieder schmieden gehen.
bist doch nicht die höchste Komponente, habe ich dich angelogen. Aha. Und wie heißt du? Ich lüge dich nicht an. Nein, das tue ich nicht. Nein, was war's denn aber dann? Keine Ahnung. Tja, das fehlt dir halt noch. Dir fehlt noch so viel mehr, mein Freund. Was fehlt mir denn? Das will ich gar nicht alles sagen. Das zählen wir beim nächsten Mal auf. Seid dabei, bei der großen Aufzählung, was mir fehlt. Genau. Ich weiß es schon, neuen Staubsauger fehlt mir. Das stimmt, dir fehlt noch so einiges mehr. Aber dazu, später mehr in der nächsten Folge. Bye. Bis dahin. Haunting Ground. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.